Kilometer 13a kommen wir zum Handicap der Damen. Das ist das Rennen derer, wo LTA dran steht, also Legs, Trunks and Arms. Auf dem Ergometer Nummer 16 ist es aus Kappeln Anita Geister. Das sind ja auch die Jüngsten. Das sind die Frauen von 30 bis 39. Das sind Friederike Hoppe, Christiane Huth und Aline Wort. Ja, Huth, wir hätten ja schon darauf gewettet, dass sie jetzt Frankfurt erstmal wegziehen. Christiane Huth vorne, dahinter der Kaschen und die Goldmedaille abzustauben. Das wäre mal eine Nummer, ja? Nicole Linz hat aufgeschlossen. Zu oder links ist die Was. Möchte ihr Herzen hier einen Versuch machen? Wir gucken, ob das klappt. Dann ist das jetzt zwischen der Meter 2. Ja, Mann! Ja, Mann! Ja, Mann! Ein Knaller ist das hier. Und ein Sieger. Das hat sich nochmal ein großes Herz verteidigt. Neben Indoor-Rudern rennen 12 Leichtgewichtsmänner. Und wir haben das Treppchen und die Medaillen vorbereitet und angerichtet. Für Bronze ist es aufgebaut für den Tübinger Ruderverein Fidelia und Fabio Kress. Silbermedaille für den Mann vom Ruderverein Erlangen. Glückwunsch, Jonathan Schreiber. Und deutscher Meister 2018 im Leichtgewichtsmännerrudern drinnen, das ist vom Akademischen Ruderclub Würzburg, Joachim Wagner.